Toxoplasmose ist eine Krankheit, die man über Katzen, die von Katzen und Hunden übertragen wird. Häufiger ist die Katze bekannt als Überträger. Das heißt aber nicht, dass wenn ihr eine Katze im Haus habt, dass ihr sozusagen die gleich ins Tierheim geben müsst. Ihr werdet in der Schwangerschaft einmal am Anfang, am Beginn der Schwangerschaft, wenn ihr das möchtet, auf diese Krankheit getestet. Wenn ihr Glück habt, seid ihr immun dagegen. Das heißt also, ihr habt in den letzten 35 Lebensjahren irgendwann mal gehabt. Toxoplasmose ist leider eine Erkrankung, die man nicht, wenn man sie hat, deutlich erkennen kann. Die kann ein bisschen Lymphknotenschwellung haben, die kann ein bisschen Fieber sein, aber die kann eben auch völlig symptomlos verlaufen. Es ist schon sinnvoll, einmal in der Schwangerschaft den Test zu machen, einfach um zu gucken, hat man es gehabt oder nicht. Wenn ihr es nicht gehabt habt, müsst ihr einfach beim Essen vorsichtig sein. Das heißt, dass ihr alle Salate gut waschen müsst, vor allen Dingen bei Biosalaten. Ihr müsst alle Gemüse, alle Obstsorten gut waschen oder schälen. Fleisch, wenn ihr Fleisch gerne esst, dann sollte das durchgebraten sein. Eine Ausnahme bildet Gott sei Dank hier das Rind, weil Rinder die Toxoplasmose nicht übertragen. Die sind sozusagen selber immun dagegen. Das heißt, wenn ihr im Restaurant seid und ein Rindersteak essen möchtet und das nicht ganz durchgebraten mögt, dann dürft ihr das aber eben auch nur bei Rind machen. Hunde sind auch Überträger von Toxoplasmose, aber weniger. Ihr könnt zum Tierarzt gehen und die Tiere testen lassen, was nicht wirklich sinnvoll ist, weil die das nur zu bestimmten Zeiten übertragen und nicht generell. Aber es ist sozusagen sinnvoll, das einmal zu gucken. Wenn ihr eine Katze habt, dann ist es sinnvoll, die Frau, wenn sie das Katzenblut zum Beispiel sauber machen muss zu Hause, dass sie dann Handschuhe trägt und sich danach immer gut die Hände wäscht. Und wenn es Freigänger sind, Katzen, dann wäre man eben auch vorsichtig mit so ausgedehnten Kuscheleinheiten mit den Katzen, wenn man eben keine Immunität hat.